Das ist der Blick für heute Abend. Wir nehmen euch mit auf eine 5-tägige Trekking-Tour entlang des Sörmundsleden, durch die malerischen Wälder Südschwedens, entlang stiller Seen, eingehüllt in mystische Nebelschwaden, weite Landschaften, die die Seele beruhigen. Auf wie geht's? Auf wie geht's? Seht ihr den Herbst? Er ist direkt bei uns. Super schön. Guck mal hier diese verfärbten Blätter. Einfach traumhaft. Guck mal hier die Pilze. Und die sind einfach riesig. Seht ihr diesen Fliegenpilz? Wir haben die letzten wilden Heidelbeeren gefunden zu der Jahreszeit. Ich bin gespannt, wie sie jetzt schmecken. Wie ist deine? Schon sehr intensiv. Aber nicht so süß wie die man aus dem Supermarkt, die man kennt. Nee. Interessant. Ja. Oh. Na, alles gut. Vielleicht probieren wir nachher nochmal einen zweiten Versuch. Okay, dann. Ich lass mich nicht abschrecken. Auf wie geht's? Ja. Überall vom Weg oder über den Weg drüber gehen so kleine Pfade ab, wo wir vermuten, es sind Wildpfade. Jetzt können wir euch mal hier diese Flechten zeigen, die hier überall zwischendurch wachsen. Guckt mal, wie hübsch die sind. Vor allem zwischen diesen herzlich gefärbten Heidelbeerpflänzchen. Das sind wirklich große Flächen. Der Himmel zieht sich gerade richtig zu. Es ist dunkel geworden. Und wir hoffen, dass es jetzt wirklich gleich noch anfängt. Aber schaut mal vor uns hier. Es ist gerade auch ein kleines Hindernis auf dem Weg. Okay, man kann einfach drumherum gehen. Sah von hinten spektakulärer aus. Okay, dann noch einmal ein Slow-Mo. Ein Slow-Mo? Möglichst spektakulär bei dir. Möglichst spektakulär. Und? War es spektakulär? Nein. Naja. Ist okay. Ich hoffe nicht, dass wir gleich spektakulär einen Regenfall bekommen. Ja. Ja, vorhin hatten wir noch strahlenden Sonnenschein und jetzt zieht hier so ein bisschen Wind auf und es ist stockduster geworden. Man merkt richtig, wie der Regen jetzt aufzieht. Muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht rutscht. An dieser steilen Stelle hat jetzt jemand freundlicherweise ein Seil aufgehängt, um hier sicheren Fußes runterzukommen. Ich denke, wir nehmen das auch in Anspruch. Ja, ja, sicher ist es. So, wir sind am Aufrüsten. Matthias zieht gerade noch das Regencape drüber und hat sich jetzt auch die Regenjacke rausgekramt. Ich bin auch etwas mehr eingemummelt. So. Die zwei rot leuchtenden Fliegenpilze werden dann ihre Wanderung gleich fortsetzen. Wir haben jetzt hier ein elektronisches Gästebuch gefunden. Mhm. Haben wir noch nie gesehen, sowas? Wir probieren das jetzt mal aus. Okay.
Bin ich ja mal gespannt. Ich kenne bis jetzt nur die nicht digitalen, aber klar, wir sind in Schweden. Ah, das sind Google Docs. Okay, aber füllen wir es jetzt mal aus. Okay. Gold. Clouds. Coffee. How many kilometers sind wir today gehiked? Fragt jetzt das Fona. Oh Gott, jetzt verraten wir, dass wir hier nur so Larifari-Distanzen machen von 6,2 Kilometern. Ja, also man muss aber dazu sagen, wir sind wir heute Morgen. Wir heute auch die Anreise. Genau, heute Morgen gelandet. Also übernachten wir hier, ja oder nein? Maybe. Maybe. Maybe, baby. Okay, ja. Also so sieht das aus. Gästebuch, Etappe 15. Ja. Ach, ist das aber von 2020 oder ist das oben aktualisiert? Das wird trotzdem gehen. Ja. Sehr interessant. Also war komfortabel? Thanks for your assistance. Okay. Wie viele Einträge gibt es dann? Ich weiß gar nicht, wie schaut man das jetzt an? Ja, das ist die nächste Frage. Ach so. Nee, also wenn ihr sagen könnt, wie. Ich kann mich hier eintragen, aber ich weiß nicht, wie man das Gästebuch liest. Schwierig. Vielleicht ist das aus Datenschutz, damit man nicht die anderen sehen kann. Also die Frage ist, wer guckt das sich denn an? Wenn aus Datenschutzgründen die eigentlich nicht möglich ist. Das ist leider eine Falle vom schwedischen Geheimdienst. Okay, vielleicht wird man doch schnell weitergehen. Wir haben leider den Regen aus Deutschland mitgebracht. Und es grad. Also es regnet ganz schön. Ja, dann guck mal hier auf den See, wie das Schiff ja aussieht. Aber auf dem Wasser sieht man es vielleicht besser, ja, wie stark es regnet. Aber guck mal hier da, überall die Seerosen, die da hier auf der Oberfläche treiben. Also den ersten guten Platz, wo man ein Zelt aufbauen kann, nehmen wir. Auf jeden Fall. Wir gucken jetzt erstmal, ob da vielleicht mal so eine kurze Unterstellmöglichkeit ist. Ja, also so 10 Minuten vor uns, ja, sagt die Karte, gibt es so einen kleinen Shelter. Ja. Wir hoffen, dass man neben dem auch guten Zelt aufstellen ja kann. Ja, und einfach mal ein Kickchen vielleicht essen. Ja, und dann beenden wir heute schon die Etappe. Richtig. Aber man muss auch zu unserer Verteidigung gestehen, dass wir heute um 20 nach 4 aus dem Haus sind, also um 3:30 aufgestanden sind. Aber dafür stehen wir direkt in der Wildnis. Ja. Jetzt aber schnell raus aus dem Regen. Richtig. Schaut mal hier, wo es überall lang geht. Da, durch die Steine. Und schau mal in die Richtung. Wo? Toll. Auch richtig bei Regen verwunden. Richtig toll. Ja. Aber ich habe das Gefühl, hier wohnt Rolle. Das sieht alles so mystisch und magisch aus. Das ist der Blick für heute Abend. Da schlagen wir jetzt unser Zelt auf. Das wird mega. Matthias? Was? Findest du es auch mega? Ja. Du bist in einem spontanen Interview. Spontan Interview. Also ich find den Blick schon mal richtig toll. Ja. Ich finde den Platz auch richtig toll. Wenn es jetzt noch aufhören würde zu regnen, wäre es perfekt. Aber ich freue mich schon morgen aufs Frühstück oder aufs Zelt morgens aufmachen und dann diesen Blick zu haben. Matthias pumpt gerade unser vorzeitiges Weihnachtsgeschenk auf. Ja, bei uns gibt es zu Weihnachten nicht Lego unterm Tannenbaum, sondern neue Isomatten. Aber es war ein bisschen das Lego-Gefühl, weil als die kamen, ihr euch vorstellen könnt, dass wir beide zu Hause im Wohnzimmer erstmal Isomatten aufgepumpt und den Pumpsack ausprobiert haben.
Das ist aber auch wirklich easy. Und guck mal, wie die hier aufgeplustert ist. Hier ist jemand kalt. Und ich habe eben so gelegen und meinte, ich muss abhärten. Aber eigentlich werde ich eher so eingekuschelt, weil alles kalt ist. Ist auch alles nass. Ja, nicht alles. Komm, liegst du im trockenen Schlafsack? Das stimmt. Ich liege im trockenen Schlafsack mit meiner trockenen Jacke. Und meinem trockenen Longsleeve mit meinen trockenen Handschuhen. Aber was nicht trocken ist, ist die Hose. Ja. Weil doch länger doch noch mal ein bisschen gelaufen sind und die Regenhose nicht drüber gezogen haben. Aber das ist okay, die wird auch ganz, ganz schnell trocken. Ja, weil wir uns jetzt mega, mega gut einkuscheln werden. Dann ist es auch ganz schnell wieder warm. Genießt ein bisschen die Abendstimmung. Das ist unser privater See für die Nacht. Ich finde es richtig toll. Und hier haben wir unser Zelt aufgebaut. Mit Blick auf den See. Hinter uns ist noch ein kleiner See. Wie findest du den Ausblick? Total schön. Mega schön. Also vor allem jetzt auch vom Zelt hier, wenn man als kleine Frostbeule gerade im Zelt liegt, hat man total einen tollen Blick auf den See. Richtig schön. Und auf die Wolken. Die sehen von hier innen drin so ein bisschen rosa aus. Ist es auch von draußen so? Ja. Guten Morgen. Es ist noch eisig kalt. Wir haben 3 Grad. Aber schaut euch den See an. Richtig magisch, wie hier der Nebel drüber liegt. Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen. Bis bald, auf Wiedersehen.